Moin Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video und heute ist es wieder soweit, ein weiteres The Crew 2 Video und heute kaufen wir uns schon diesen Jeep hier, Leute, und ich freue mich mega drauf und Leute, wenn es euch auch freut, mal wieder ein The Crew 2 Video kommt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert, ja, 80% von euch da draußen haben das noch nicht getan, also tut das super schnell, aber jetzt geht's erstmal los mit diesem Video. Heute mal diesen Jeep hier. Ja, ich warte schon mega lange. Wir werden dann auftunen, ein bisschen fahren. Vielleicht auch ein Rennen fahren, das weiß ich aber auch noch nicht. Leute, wir kaufen uns den erstmal. Ja, 20.300. Das ist ein Schnäppchen, ja. Also ich habe 1,6 Millionen und heute können wir richtig was in diesen Wagen hier reinpumpen. Das werden wir auch tun. Hier, zack, Eingabe und wir kaufen uns den hier direkt. Ohne lang zu schnacken. So, hier, zack, gekauft in der Farbe. Wir lassen den erstmal schwarz. Felgen. Oh, weiß nicht, ob man da was ändern soll, Leute. Soll ich da was ändern? Ich kann gerade gar nichts mehr ändern, Lul. Doch, ich glaube... Boah, die sind geil. So, Nummer 4 nehmen wir. 20.000 gekauft. Ja, es ist in der Street Racing Kategorie. Man hat auch gerade gesehen, 1,6 Millionen. Hier ist der Wagen, Leute. Alter. Oh mein Gott. Den werden wir jetzt erstmal auftunen und wir sehen uns gleich in der Garage. So Leute, in die Garage rein und es geht los. Wir tunen das Auto einfach mal so krass auf, wie es denn nur möglich ist. Und gleich fahren wir hier noch mit meinem Lenkrad. Also Leute, bleibt auf jeden Fall dran. So, wo ist das? Ach, hier ist es direkt schon der Jeep, Alter. Er sieht schon heftig aus. Natürlich ist es wieder so eine Art Fun-Auto so. Aber Leute, ich hatte einfach Bock auf das Auto. Wir schauen uns erstmal. Ich finde die Farbe eigentlich schwarz, so wie sie ist. Okay, man könnte da schauen, ob man da vielleicht noch metalliges Schwarz oder so. Metallisch, Chrom, Matt. Ich glaube, ich würde das einfach mal so lassen. Verzierungen tun wir erstmal nicht drauf. Erstmal schauen, was wir hier alles machen können an dem Auto. Oh, ich weiß nicht, ob ich den so auftunen möchte. Nee, ich will den hier auf jeden Fall noch Standard lassen. So, hier vorne. Neue Lichter. Das gut aus. Ich würde den auch einfach mal so lassen, ne? Vom Aussehen. Meistens würde ich hier auch gar nichts mehr machen. Bisschen breiter machen. Kann man machen. 200 LOL, Alter. Felgen lassen wir auch. Die machen wir schön rot. So knalliges Rot. Ich glaube, das passt wirklich sehr gut. So Seitenschwelle machen wir drauf. Wir machen hier alles 60 nur, Alter. Ist ja gar nichts. Hier machen wir auch nochmal, Leute. Etwas dicker hier. Spoiler? Nein. Spoiler machen wir nicht von hinten. Ui. Das sah schon nice aus hier, Nummer 2. Kaufen wir uns. Alter, es wird so günstig. Und hier ist, glaube ich, dieses Weiß. Oder dieses Schwarz. Ich glaube, das finde ich echt, sieht noch so am besten aus. So. Das kann auch eigentlich alles so bleiben, oder? So, vielleicht hier noch. Leute, das machen wir noch in schwarz. So, zack. Nochmal, Alter, Leute, wir haben noch immer noch 1,6 Millionen. Jetzt kommt's zum Höhepunkt. Wir müssen den Wagen auftunen. Und Leute, schaut euch jetzt mal erstmal, schaut uns erstmal die Werte an, so normal. 160 km/h schnell, okay. Und eine Leistung von 200 PS. Und Leute, das wird heftig, ich sag's euch. So, wenn ich das hier erstmal aufgetunt habe, dann sehen wir, ihr seht jetzt gleich die Werte, Alter. Die werden einfach nur krass sein. So, ich glaube, 700 PS können wir da, glaube ich, rausholen sogar. Locker, oder? 700 PS. Digga, der ist jetzt schon bei 6. Oh mein Gott, Alter. Alter, was machen wir eine Maschine daraus? Leute, von 151 km/h. Ich zeige euch nochmal die ganzen Werte hier. Alter. Alter, auf 363 und mit einer Leistung von 621 PS. Alter, Leute, ich wollte eigentlich nur so ein Fun-Auto und plötzlich habe ich hier so eine anders heftige Karre. Jetzt will ich damit aber ein bisschen rumcruisen und so. Leute, wir sehen uns gleich im freien Rennen. So, Leute, wir können jetzt erstmal losfahren hier. Echt, die Sonne. So, wir können jetzt hier losfahren, Leute. Die Sonne geht langsam weit nach oben. Der hört sich schon krass an, der Jeep. Und von innen sieht er auch, glaube ich, sehr gut aus, ne? Ja, sieht gut aus. Und jetzt fahren wir erstmal. Oh mein Gott. Leute, Sound.
Test für euch hier extra. Ich habe den Ton jetzt extra lauter für euch gemacht. Das ist echt krank, Alter. Weil ich da rausgeholt habe und jetzt fahren wir hier. Und ich habe echt eine ganzen Monat keine Crew 2 mehr gespielt. So aktiv. Kann das sein? Ich glaube, es kann sogar wirklich so sein. Eieiei, ich muss mal mehr aktiver spielen. Und Leute, als Nächstes kaufen wir uns noch krasse Autos. Aber jetzt bleiben wir hier erstmal beim Jeep, Alter. Oh mein Gott. Jetzt komm. Oh, oh, oh. Digga, Digga, Digga. Es ist halt viel zu fett, mit dem zu fahren. Und ich dachte, es ist voll das langsame Auto, Junge. Er kann 361 km/h fahren. Und hat, oh mein Gott, einen PS-Wert von 631. Für welche noch Nitro. Oh mein Gott. Oh shit. War der beste Fahrer hier. EU West. Alter, krasses Auto, Mann. Ey, der fährt sich wirklich sehr gut. Hier ist nochmal eine schöne Gerade. Auf 200 schaffen wir den jetzt. Oh mein Gott. Und jetzt hier aber leider nicht mehr weiter. 200 ist Maximum. Jetzt fahren wir hier hoch. Ich will eine schöne Gerade hier haben. Die werden wir erstmal nicht finden. Aber hier kann man echt auch nochmal guten Speed hier aus dem Auto rausholen. Und er hört sich einfach nur geil an. Und hier auch die Strecke ist auch einfach nur mega dafür, für den gedacht. So, Alter. Kann wirklich sehr gut mit dir fahren. Lässt sich wirklich sehr gut lenken auch. Und der Sound auch. Guck mal hier, Leute. Ja, es hört mir nicht so gut, aber wenn man so. Oh, oh mein Gott. Oh, jetzt hier. Mal Gas geben. Runter vom Gas. Jetzt hier nochmal Gas geben. Also der. Das ist. Er hört sich anders an als andere Motoren, das hört man hier. Aber wenn der ausschlägt, Alter, es ist einfach ein heftiges Auto, ja. Und hier mit dem Lenkrad gibt es natürlich nochmal im ganzen Spiel einen anderen Flair. So, hier. Oh Gott, Alter. Und hier wieder bremsen. Jetzt hier wieder hochfahren, Alter. Oh mein Gott. Oh, kein anderes Autostreifen hier. Leute, 200 km/h. So, jetzt hier wieder. Oh, ein bisschen zu schnell. Ich möchte mal richtig schnell fahren. Ich glaube, jetzt kommt eine Gerade. So, auf der Karte sehe ich da. Na gut, das ist keine richtige Gerade. Okay, jetzt nehme ich hier noch Nitro. Alter, Alter. Wow. Das war jetzt schon echt gut schnell. Oh Gott, voll wieder gegen die. Ja, oh, egal. So. Hier, 200. Mit 200 hier weiter. Oh mein Gott. Oh. Alter. Mit dem kann man ja schon fast driften, Alter. So krass ist das. So, komm. Hier können wir echt gut durchziehen. Zieh, zieh, zieh. Auf 300, komm. Oh mein Gott, schaffen wir das noch auf 300? Boah, jetzt braucht er echt lange dafür. Und hier ist dann schon die nächste Kurve. Wir können ihn noch auf 250 halten, aber das wird nicht lange dauern, bis wir hier bremsen müssen. Doch, lässt sich wirklich sehr gut fahren. Jetzt nochmal hier von der Innenperspektive. Auch einmal nur schön, ja. Das hört sich auch von der Innenperspektive auch einfach mega gut an, der Sound. Und hier, wenn man hier in das Gebirge hier runterfährt, ist einfach wirklich schön. So, jetzt versuchen wir hier zu bremsen. Jetzt nochmal hier schön Gas geben, ausbeschleunigen, wieder ein bisschen bremsen und wieder Gas geben. Gas, 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 Gas. Alter, krasses Auto, Leute. Krasses, krasses Auto. Aber das war's hier vom Video heute mal. Wir haben diesen Jeep hier mal getestet und mir gefällt er wirklich gut. Soundtest nochmal zum Schluss. Leute, einfach ein geiles Auto, ja. Wir sehen uns in 2 Tagen um 14 Uhr, ne, um 12 Uhr, Leute. Jetzt kommt jeden Tag um 12 Uhr. Ein Video, also Leute, habt noch einen schönen Tag. Ciao.